Hallo, heute zeige ich euch ein paar Tricks, wie ihr eure Augen ein bisschen größer schminken könnt. Und zwar, ja, habe ich mich so ein bisschen durchgelesen im Internet natürlich und habe so geguckt. Und natürlich basiert das auch so ein bisschen auf meiner eigenen Erfahrung, weil ich schmink mich jetzt schon 5 Jahre oder so. Und da habe ich so den einen oder anderen Trick entdeckt. Und das möchte ich sehr gerne mit euch teilen. Und ja, am Ende des Videos verlinke ich euch noch das Video von der lieben Sarah. Und zwar hat sie euch ein, ja, Hacks für lange Wimpern-Video gedreht. Das verlinke ich euch ja nochmal am Ende und natürlich in der Infobox. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen auch direkt an mit meinem Video. Nummer 1 ist der Concealer natürlich. Früher habe ich nie Concealer getragen, so weil ich einfach Make-up drauf geschmiert habe, aber nicht so gut. Ich habe hier 2 Concealer, die ich miteinander vermische. Und zwar ist das einmal der MAC Pro Longwear in der Farbe NC20 und einmal ist das NW25. Die beiden unterscheiden sich in dem Unterton. Und zwar hat das einen gelben Unterton und das einen rosa Unterton. Die beiden mische ich miteinander. Das ergibt so ungefähr die perfekte Farbe für mich. Ich mache immer so ein bisschen zu viel und zu hell. Was war das für eine Grimasse? Ihr könnt natürlich viel weniger verwenden. Ihr müsst nie die Produkte oder die Anzahl oder die Vielfalt, die Produktmenge. Jetzt habe ich es endlich raus, an Concealer verwenden, wie ich sie verwende. Also müsst ihr überhaupt nicht, aber ich gebe mir jetzt mal meinen Concealer hier unter mein Auge auf und verblende das Ganze immer mit einem feuchten Beauty Blender. In dem Fall habe ich den von Real Techniques, das ist dieser hier. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich mag ihn sehr gerne. Er kostet, glaube ich, 6 Euro. Gibt es normal auch jetzt in der Drogerie. Ich habe den damals bei Amazon bestellt, als es den noch nicht in der Drogerie gab. Was ich euch dazu sagen möchte, ist der von MAC zum Beispiel von mir. Der hat ein Jahr locker durchgehalten, ohne dass er kaputt gegangen ist. Und der hier fällt schon auseinander. Also ich kriege den auch nicht mehr richtig sauber. Ich habe mir jetzt mal den Original Beauty Blender bestellt, um zu gucken, wie der so ist. Den Concealer gebe ich mir auch auf mein komplettes oberes Lid auf. So, auf meinem oberen Lid sette ich das Ganze erstmal direkt. Also ich warte nicht oder mache irgendwie in der Zwischenzeit was anderes. Ich nehme direkt mein transparentes Puder. Und zwar ist das das hier von Essence. Das hat keinen Schimmer und das ist sehr wichtig für das obere Lid, finde ich, weil wenn ihr nämlich Schimmerprodukte in eurem Puder habt, dann ja, verleitet das so ein bisschen das Licht dazu, das wieder zu reflektieren und ihr wollt ja eine matte ja, Oberfläche, die ihr noch so ein bisschen verändern könnt, damit ihr das Auge, falls ihr zum Beispiel keine Lidfalte habt oder eben ein kleines Lid habt, damit ihr das so ein bisschen größer machen könnt. Und sobald das Licht eben da drauf fallen würde, würde es reflektieren und dann würde das Ganze wieder Dimensionen haben, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Wir wollen eine flache, also Oberfläche haben. Und deswegen sette ich das Ganze immer mit einem transparenten Puder. Und es ist wirklich sehr gut, das hier von Essence. Also da kann ich absolut nicht meckern. Das kriegt ihr ganz günstig in der Drogerie. Und für meinen Concealer, der sich unter meinem Auge befindet, nehme ich immer das MAC Pro Emphasize Puder. Das ist das hier. Wer mich kennt, weiß, dass ich das immer verwende. Das ist so ein Vanilleton, der so ein bisschen Schimmeranteil hat, weil da darf das Licht ruhig reflektieren. Weil wir da einfach keine flache Oberfläche haben wollen, die wir noch so ein bisschen umstrukturieren wollen, sondern das soll einfach das Auge hier unten öffnen und am besten noch highlighten. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Highlight-Produkt. Tipp Nummer 2 ist, mit dem Concealer wirklich nicht nur hier unten den aufzutragen. Also ich habe das jetzt gerade vergessen, euch also direkt so zu zeigen, während ich das gerade gemacht habe. Aber vergesst nicht, den inneren Teil auch zu highlighten, beziehungsweise den Concealer da auch aufzutragen, weil, also ich meine damit auch nicht diesen, dieses vorne am Auge, sondern wirklich das seitliche hier an der Nase, weil das wirft auch Schatten und das sieht ganz komisch aus, wenn man nur hier unten den Concealer aufträgt und hier seitlich der Nase nicht. Deswegen vergesst nicht, hier muss auch unbedingt ein Concealer drauf. So, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Tipp und zwar ist das einmal ein, ja, neutrales Produkt, ein neutraler Lidschatten, mit dem ihr eure Lidfalte vertiefen könnt. Ich nehme sehr, sehr gerne MAC Wedge dafür, aber wie gesagt, das ist so mein liebstes Produkt. Also ihr könnt natürlich jeden anderen nehmen, aber der ist halt für mich die Perfektion, weil er einfach die Lidfalte perfekt vertieft. Ihr könnt mit diesem Lidschatten alles verblenden, alles machen, ihr könnt ihn solo auftragen. Der sieht immer
immer top aus. Dieser Pinsel ist jetzt auch schon mit MAC Wedge angedatscht, weil ich den gestern schon so verwendet habe. Aber ich gehe jetzt einfach nochmal rein. Da ist kein anderes Produkt drauf, außer Wedge eben. Klopfe das Ganze ordentlich ab und gebe mir das in die Lidfalte, damit ich da die Tiefe reinbringen kann. So, wie ihr sehen könnt, habe ich meine Lidfalte ziemlich vertieft. Also umso länger ihr verblendet, desto besser sieht das Ganze aus. Ihr könnt Wedge auch auf dem ganzen Augenlid tragen, aber also um das Auge, beziehungsweise um das Lid zu vertiefen, geben wir uns das in die Lidfalte rein. Und wenn wir gar keine Lidfalte haben, dann können wir uns das trotzdem dahin geben, weil dann haben wir schon eine Lidfalte, ohne dass wir eigentlich eine haben. Und wenn ich grinse, dann habe ich hier so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also das ist so ein, hier mein Tränensack oder wie, seht ihr? Da? Ein blöder Gesichtsausdruck. Auf jeden Fall mache ich da diesen Schatten, ziehe ich den nach, weil der auch wieder optisch mein Auge vergrößert. Ich nehme hierfür einen Pencil Brush, gebe den wieder in MAC Wedge rein. Das ist einfach wirklich ein matter Ton. Also wenn ihr einen matten, braunen, hellbraunen Ton habt, der so ein bisschen ins Taub geht, habt ihr schon die perfekte Farbe. Und dann nehme ich hier diesen Pencil Brush und gebe den wirklich dahin, wo sich dieser Tränensack bilden würde, wenn ich grinsen würde. Das Ganze verbinde ich natürlich hier hinten mit diesem, ja, mit dieser Lidfalte, die ich gerade gebildet habe. Seht ihr, das öffnet mein Auge noch ein bisschen mehr. Und das verblende ich natürlich wieder mit einem Pinsel. Jetzt nehme ich einen feuchten Eyeliner-Pinsel. Also ihr könnt das auch mit Wasser nass machen. Ich bin nur gerade, ehrlich gesagt, zu faul zum Aufstehen. Und ja, den dippe ich einfach in einen Braun. Und zwar nehme ich hier einmal diesen Ton und gebe mir den eben auf meine Wasserlinie, auch auf meine obere Wasserlinie. Und den gebe ich mir, wie gesagt, eben hier auf, damit ich meinen Wimpernkranz ein bisschen verdichten kann. Wenn ihr nahe aneinander stehende Augen habt, dann würde ich euch raten, das nur bis zur Hälfte zu machen. Wenn ihr normal oder, was heißt normal, also durchschnittlich oder weit ausstehende Augen habt, dann zieht das ruhig bis nach ganz vorne. Hier hinten müsst ihr aufpassen, dass ihr diesen Strich nicht, also dass ihr diese Linie nicht nach unten verlaufen lässt. Aber wenn ihr das jetzt hier nach unten verlaufen lassen würdet, ne, sagen wir mal so, dann würde es das ganze Auge so ein bisschen nach unten drücken, dann würdet ihr traurig aussehen und nicht so. Also am besten, also ich habe auch schon Eyeliner-Striche gesehen, die gingen wirklich hier runter und dann erst den Wing. Versucht das Ganze wirklich mit eurem oberen Lid dann nach oben zu ziehen. So, jetzt kommt Trick 17 und zwar ist das, glaube ich, schon überall bekannt. Einfach einen beigefarbenen, nicht zu weißen, eher hautfarbenen Ton auf eure Wasserlinie zu geben. Ich habe hier den Wonder Pencil von NYX. Ich finde, das ist einer der besten Töne überhaupt, weil der fällt einfach nicht so krass auf oder ist zu stark weiß oder geht so auf die unteren Wimpern. Das finde ich auch nicht so cool. Und den trage ich mir einfach auf die Wasserlinie auf. So, ich nehme jetzt nochmal meinen Pinsel, den ich gerade eben hatte, um meinen Wimpernkranz zu verdichten. Gehe nochmal in diesen braunen Ton und gebe mir den auf meine untere Wasserlinie, aber wirklich nur einen halben Zentimeter auf. Das öffnet das Auge auch wieder. Ich ziehe das auch nicht bis zur Mitte oder bis ganz nach vorne, sondern wirklich nur im letzten Drittel. Als nächstes nehmen wir eine Wimpernzange und biegen unsere Wimpern. Jetzt nehmen wir unsere Wimperntusche und tuschen die oberen Wimpern. Ich tusche meine Wimpern nicht von ganz unten, so wie ich das halt normalerweise mache, weil man das eigentlich so gewöhnt ist. Diesmal tusche ich mir nur die Spitzen, weil das so das Auge viel mehr öffnet. Ich versuche es zumindest. Ich komme irgendwie doch immer an den Anfang so, aber ich lege den Fokus wirklich auf das Ende und tusche in Zickzack-Bewegung, damit ich die Wimper so einmal rundherum gekriegt habe, weil wenn ich nur von unten nach oben tusche, dann kriege ich nur die untere Seite und nicht so richtig die obere Seite und die Spitzen. Und bei den Spitzen gehe ich wirklich bis ans Ende mit der Zickzack-Bewegung. Und das gleiche mache ich auch unten und hier versuche ich wirklich nur die Spitzen zu treffen, weil da würde es halt die Augen noch mehr zusammenziehen und wenn wir halt das krasseste Ergebnis haben wollen, dann tuschen wir wirklich nur die Spitzen und das ist am wichtigsten unten. So, jetzt nehmen wir noch das letzte Mal diesen Eyeliner-Pinsel und nochmal diese braune Farbe. Und am besten ist es natürlich, wenn er ein bisschen angefeuchtet ist. Und dann zeichnen wir uns einen Wing dahin. Das ist so die letzte Wimper, die uns eigentlich fehlt. Ich gehe an mein oberes Augenlid und schaue da, wo es aufhört und ziehe mir dann da einen Wing. Und natürlich sieht das mit dem Lidschatten halt viel natürlicher aus. Also wenn wir jetzt Eyeliner nehmen würden, dann wird das viel dramatischer aussehen und dann wird man sehr schnell bemerken, dass man da eben einfach einen Eyeliner-Strich gezogen hat. Und hier nehmen wir ja einen Lidschatten und zwar einen braunen und deswegen sieht das ein bisschen natürlicher aus und sieht eher dann aus wie die allerletzte Wimper. So, wenn ihr jetzt noch euch traut, beziehungsweise wenn ihr jetzt noch stabile Wimpern habt, die wirklich nicht abbrechen,
Dann könnt ihr die Wimpernzange nochmal nehmen und eure Wimpern nochmal biegen. So mache ich das eigentlich immer. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn man das alle Schritte dann so befolgt hat. Und so sehen die Wimpern dann auch wirklich, die Augen dann auch wirklich offen und groß aus, ohne dass man jetzt irgendwie mit dem Lidschatten oder mit der Wimperntusche oder mit dem Eyeliner so heftig übertrieben hat. Also eigentlich ist das schon ein sehr natürlicher Look, wenn man so sagen will. So ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass es euch so ein paar Tricks gezeigt hat, die ihr noch nicht kanntet. Und ich weiß, da sind sehr viele junge Mädels, die sich gerade erst anfangen zu schminken. Und das ist so mein Look, wenn ich nicht zu sehr auffallen will und trotzdem große Augen haben möchte. Und ja, wenn ihr noch nicht genug habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch bei der lieben Sarah vorbeischauen würdet. Ihr findet das Video einmal hier verlinkt. Und natürlich auch nochmal in der Infobox für die, die mobil unterwegs sind, könnt ihr einfach die Infobox aufmachen und bei der lieben Sarah vorbeischauen. Sie freut sich immer sehr, wenn jemand bei ihr vorbeischaut. Und ich wette, ihr Video ist super toll geworden. Das schaue ich mir jetzt nämlich an. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Mittwoch und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis bald. Tschüss.